Alles Minus? Habe ich mit Minus die Aufnahme gestartet? Ach ja, ich habe es ja verlegt von Ö auf Minus. Ja moin, das ist lange her, dass ich aufgenommen habe. Ich mache hier mal ganz kurz. So, wir machen hier weiter. Ich weiß, es ist lange her. Ich habe viel korrigiert, jetzt sind gerade Ferien. Und ich musste erstmal meine ganzen Korrekturen und vor den Ferien war alles, einfach alles. Ich hatte keinen Nerv und keine Zeit für den Kanal. I'm sorry. Der Kanal ist wirklich zweitrangig für mich aktuell. So leid es mir tut. Ja, aber wir machen ein bisschen weiter hier. Und ich möchte auch gerne... Hoppala, ich muss ja kurz mein Kabel rumvorstellen. So. Und ich möchte auch gerne... Das können wir aber während der Aufnahme besprechen. Irgendwann Kirby spielen. Deswegen... Ich will ja eigentlich diszipliniert sein und sagen, wir spielen ohne Save States weiter, ne? Aber ich will halt jetzt auch mittlerweile echt schnell durchkommen. Ich weiß nicht. Frag einfach mal wieder euch, was ihr so besser findet. Das letzte Mal haben wir es ja so gemacht, dass ich erst mit Save States gespielt habe und dann habe ich es, glaube ich, noch ohne gemacht. So, ne? Irgendwie so hatten wir es gemacht. Wir sind in diesem Schloss. Wir haben ja sogar eine Fortsetzung. Also, ja, wir sind ja hier mitten in diesem Schloss, wo es immer irgendwie zwei Wege gibt. Genau. Und, ja. Ich will halt beide Wege gehen und beide Wege zeigen. Ich muss nochmal ganz kurz... Also, das war... Z war zurückspulen, oder? Ja, okay, alles klar. Gut. Dann komme ich klar, Wie wechsle ich nochmal den Slot? War das W und Q? Ja, jetzt bin ich in dem Slot... Nee, W komme ich zu... Ja, moin. Ah, okay, ich meine, ich kann so durchgehen. Aber wie komme ich denn hoch? Mit Q komme ich nicht hoch. Ich muss mal ganz kurz die Taste nachschauen. Wie ich den Slot nach oben komme. Also mit W komme ich den Slot runter. Ach, mit T. Das habe ich ja dumm gemacht. Ah ja, okay. Naja, doch, das ergibt Sinn. Doch, das ergibt Sinn von der Tastatur her. So. Gut. Aber ich kann ja eh rückspulen und ja. Ich mach's trotzdem mal. Ich mach mal hier einen Extra-State. So, zack. Dass wir auf jeden Fall beide Röhren spielen können. Ich will ja trotzdem auch alles zeigen. So, nur weil jetzt Kirby da ist und halt möglich wäre zu spielen. Also ich hab's noch nicht, aber ne, nur weil's... Ich wollte gerade sagen, kann man da etwa? Aber nein, kann man nicht. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn man mit dem Pilz hier einfach rausgekommen wäre und dann hier durchrennen kann. Level broken. Nein. Was wollte ich sagen? Ja, nur weil ich Kirby spielen will, hat jetzt nicht der Hack es plötzlich verdient, schlechter gespielt zu werden, so, ne? Das ist das Ding. Oh Gott, ich Ah, nee, das ist ein Spin-Jump, ne? Okay, wait. Ich glaube, ich hab's verstanden. Ich muss den da hochwerfen, aber was mache ich denn danach? Wieso bin ich jetzt da hochgejumpt? Wieso jump ich da? Ach so. Ah, dann muss ich mich da ducken. Oder auch nicht. Okay. Ja, aber wie ach, da muss ich die Sprungtaste drücken, ne? Das war der rote, das rote ist, glaube ich, da muss ich Sprungtaste drücken. Sodass ich ein bisschen weiter fliege. Hier ist übrigens gerade absolut nicht möglich, irgendwie zu staten zwischendurch, deswegen nicht wundern. Ja, ich wollte die Taste drücken, ich hab's vergessen. Oh Gott, wie mache ich das denn hier? Ja, und dann haben wir ja, auch, also das Einzige, wofür ich halt so zwischendurch so ein bisschen Nerven hatte, waren dann diese Wördel-Geschichten. Und auch dafür war dann irgendwann keine Zeit mehr. So, es war wirklich... Also seit keine Wördel-Folgen mehr gekommen sind, ich war eigentlich... also klar habe ich zwischendurch auch mal gechillt und so, ne? So ist nicht. Aber ich war enorm
enorm mit schulischem Kram und jetzt habe ich halt wieder so ein bisschen Luft. Ich muss halt nicht, also ich wollte halt erst mein ganzes Zeug durchkorrigieren, so, das wollte ich erstmal weghaben. Weil das ist was, was safe in den Ferien passieren muss. Ich muss nach den Ferien die Sachen rausgeben. Und alles andere kann jetzt mal 2-3 Stunden auch warten. Ich frag mich echt, wie das andere lernt, ob die auch so, weiß ich nicht, am Anfang. Aber wie mache ich denn das da drüben? Ich hab... Weiß nicht mehr, was die roten Münzen... Ich dachte, ich muss da die Sprungtaste vielleicht drücken oder sowas. Aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Oder ich habe es einfach nicht richtig gemacht. Ich versuche jetzt mal zu staten an der Stelle, wenn ich da oben... Aber das... Ich komme da nicht zum staten. Ha! Halalala! Da war's. Okay, verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich musste schon die Taste gedrückt halten. Oh Gott. Nein, wie habe ich das gerade gemacht, dass ich oben die Taste schon drücken konnte, ohne hochzuspringen? Ja, genau so. Und dann muss ich wieder loslassen. Oh Gott, und dann muss ich wieder loslassen. Also ihr entschuldigt, dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss. Das sollte klar sein. Ja, und was auch noch dazu kommt, ist, dass man halt gerade nicht die, weiß nicht, die beste Laune hat, um aufzunehmen. So, es hat sich ja leider seit der letzten Aufnahme weltpolitisch nichts geändert. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Also, I don't know. Juhu, und dann kommt das da, okay. Und ja, also, schwierig. Alles schwierig. Alles schmarrn. Aber man kann es ja eh nicht beeinflussen, sowas. Was soll man tun? Wie mache ich? Oh Gott. Da habe ich mir aber gleich wieder was Hektisches rausgesucht. Wobei ja, alle Level sind ja irgendwo hektisch. Aber halt auch was, wo ich wirklich ganz schwer staten kann zwischendurch. Was ich ja angeboten hatte zu tun, aber so geht es nicht. Keine Chance hier zu staten. Na. Ich verstehe aber bis jetzt noch nicht, wie... Wie ich es an der einen Stelle schaffe, durch das Hochwerfen von dem Schlüssel da oben zu landen. Das muss doch irgendein Glitch sein oder sowas. Warum mich das nach oben befördert, verstehe ich nicht. Was passiert in dem Moment, wo ich diesen Block auslöse? Okay, und jetzt? What? Ich hätte irgendwie die Shell werfen müssen. Aber da waren da grüne Münzen irgendwo? Weil das ist immer ein Zeichen, die Shell zu werfen. Ja. Okay. Und da, wo die gelben Münzen sind, soll ich auf der Shell landen oder was? Weil das hat jetzt gerade überhaupt nicht funktioniert. Oder wofür sind die gelben Münzen? Also, ist das der Bereich, wo ich auf der Shell landen soll? Verstehe ich das richtig? Ist das das, was mir das Spiel... Oh mein Gott. Ist das das, was mir das Spiel erzählen will? Ich hoffe übrigens, wir nehmen alle. Also, aber es sieht aber gut aus. Also ich habe Bild, ich habe Ton, alles schlägt aus. Es dürfte nicht schief gehen. Wüsste nicht, was schief gehen soll. Ja, und dann wollte ich jetzt Kirby bestellen schon mal. Ich meine, es gibt eine Option, es zu bestellen. Aber ich wollte es natürlich erstmal auf Amazon bestellen, weil ich halt. Ja. Auch wieder blöd, ne? Amazon.
Aber ja, wollte ich halt über Amazon bestellen. Mein Gott. Und dann hieß es da, ja, okay, Download-Code, 60 Euro. Ist natürlich für sofort, klar. Und die Retail-Version 50 Euro, dachte ich so, oh, okay, Retail-Version ist ja günstiger. Klar, ich will es auch sowieso eigentlich als lieber als ja zum Anfassen haben in Anführungszeichen. Weil es ja auch enorm viel, also ich meine, das ist ja auch enorm viel Speicherplatz, ne? So eine Download-Version. Scheiße. Und ja, die Retail-Version ist auf Amazon einfach so 2 bis 4 Wochen versandfertig. Ja, okay. Ist nicht ganz so gut. Ich meine, Counter hat mir dann schon einen Link gegeben zu, ich glaube, NetGames oder wie die Seite heißt. Hab's vergessen. Sorry. Da gibt's das in 1 bis 3 Tagen. Also da käme das auch recht schnell. Aber irgendwie hatte ich jetzt noch nicht die Muße, es zu bestellen. Das ist auch wieder so eine ganz komische Angewohnheit von mir. Wenn's irgendwie anders ist, als ich es mir erhofft habe, dann habe ich einfach schon wieder keine Lust. Ja, aber, hä? Also, was haben denn die Münzen da auf dem Boden? Ich check die Münzen auf dem Boden nicht. Ich glaube, ich ignoriere die Münzen auf dem Boden einfach, weil die Shell fliegt weiter und ich fliege auch weiter. So, was sollen die Münzen auf dem Boden da? Also, die check ich einfach nicht. Die irritieren mich, böse. Ich wüsste auch nicht, warum ich dort auf die Shell, weil dann habe ich doch gar keinen Speed. Also, weiß ich nicht. Versuch's mal ohne. Ah. Aber ich kann hier nicht staten. Also ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich staten kann, aber es klappt nicht. Das ist zu schnell, um hier was zu staten. Sorry. Also es ist jetzt gerade nicht, weil ich nicht will. Es ergibt sich einfach nichts. Wo ist die Shell? Hä? Habe ich irgendwas mit der Shell gemacht gerade? I don't know. I absolut don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber das ist auch wieder so eine Sache, wenn man mal, ich habe ja damals so gesagt, ja, dieses tägliche Wordle und so weiter, das braucht man jetzt irgendwie einfach so, das macht man jetzt halt. Und wenn man aber wirklich dann gar nicht mehr dazu kommt, dann merkt man erst wieder, nee, man braucht es halt nicht unbedingt. Mann, ja, jetzt, das ist vorhin auch passiert, oder? Aber guck mal, ich kann auch gar nicht da stoppen. Hä, hey, ich verstehe nicht, wie ich da. Ich verstehe nicht. Oh, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie ich auf der Shell landen soll. Vielleicht darf ich einfach mal nichts drücken. Weil ich drücke die Sprungtaste, vielleicht darf ich das nicht. Ja, das wird der Fehler sein. Ich drücke die Sprungtaste. Ja, dann lande ich nämlich da. Okay. Ich glaube, das ist der Fehler. Ich darf die Sprungtaste nicht drücken. Okay, wir probieren das mal. Ja. Also ich denke, auch dieser Raum baut sich so Stück für Stück gedanklich auch auf, wie es halt jeder andere Raum auch tut. Wir spielen ja immer noch den gleichen Hack. Der mir ja auch noch wahnsinnig gut gefällt. Also versteht mich nicht falsch. Deswegen finde ich es eigentlich scheiße zu sagen, so, ich will den jetzt schnell durchspielen. Aber ich glaube, ich mache die Stelle mit der Shell noch falsch. Also irgendwas läuft da noch nicht so richtig. Aber das ist wieder dieses typische, ich muss halt rausfinden, wie es geht und dann läuft's.
Aber ich muss es einmal rausfinden erst. Ich versuche jetzt mal einen State zu setzen, wenn ich auf den Dingern... Ich weiß nicht, wo ich einen State setzen kann. Ich kann effektiv keinen guten State setzen hier. Funktioniert der? Der funktioniert. Oh mein Gott. Der funktioniert einfach. Der State funktioniert. Okay, das haut fast hin. Jetzt muss ich nur gucken. Der sagt, ich soll in die andere, ja, gut. Wait, geht das auch? Ich kann auch nicht mehr stoppen dann. Ich kann auch nicht mehr, also die Geschwindigkeit behalte ich bei, da kann ich nichts dran drehen. Also die ist jetzt natürlich weg. Ja, na, fast! Nee. Nee, so ist er auch wieder weg. Wie habe ich das gerade gemacht? Ja, oh, das war gut. Der war gut. Fühlt sich zwar noch nicht so ganz richtig an. Habe ich das gerade gemacht? Ja, no, schade, fast. So ein bisschen Trial and Error wieder halt, ne? Ja! Und da ist die Tür. Ist das alles? Ist das der Raum? Nee, ich muss da nochmal springen, oder? Da ist ja in der blauen Münze, gelbe Münzen sind da ja. Und dann irgendwie zurückgehen, oder? Also, ich könnte halt versuchen, durch die Tür direkt zu gehen. Ah, nee, okay, ich springe einfach zurück. Alles klar. Aber ich müsste ja den Mond am Ende einsammeln. Also, eigentlich müsste ja irgendwo ein Mond sein, der dann den Poki befreit. Also killt. Der befreit den nicht, der killt den. Quatsch, der killt den auch nicht, der hält den fest. Er ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. Ah. Vielleicht kommt er nach dem Raum, also vielleicht kommt er dann in der Tür oder so. So. Kommt jetzt der Mond? Ja. Okay, dann war das der Raum. Das war also... Haben wir es natürlich nicht am Stück geschafft, aber wir haben es geschafft. So, jetzt haben wir den Mond eingesammelt. Das ist voll witzig. Jetzt komme ich mir voll langsam vor, so, ne? So, das war der Raum. Den da oben haben wir uns angeschaut. Jetzt gucken wir uns den unteren Raum mal an. Oh, das ist der Effekt wieder. Okay. Schauen wir mal, ob ich da schneller vorangekommen wäre. Okay, dann muss ich da hoch. Ah, das Spin-Jumpen. Okay. Ah,
Okay, wie komme ich da höher? Nochmal da drauf oder wie oder was? Ah, da ist wieder dieses geile Lied. Das hat mich damals schon so an Fairy Tail erinnert. Auch wenn es nicht ganz Fairy Tail ist, ne? Das wissen wir auch, aber es hat mich halt dran erinnert damals. Warum sollte es jetzt anders sein? Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Auch wenn alles 3 Jahre gefühlt her ist. Wahrscheinlich guckt sich überhaupt keiner mehr das Video an, aber dann ist auch gut. Dann kann ich auch aufhören. Ach, Quatsch. Ah, wir werden sehen. Wie komme ich da höher? Mann! Okay, ich... Ja, genau so. Ich muss da nochmal drauf. Das ist aber gar nicht so einfach. Also der ist ganz schön knapp auch wieder, der Sprung. Aber es ist ja immer hier. Alles hier ist ja mal alles knapp. Ach Mensch! Wenn du nicht sofort weiterspringst, hast du schon versagt. Eieieiei. Aber wir kommen schon ein Stückchen höher. Ja? Und wohin geht's denn dann? Ich sehe noch immer nicht, wohin ich dann nach dem Viech gehen muss. Ich sehe, dass da eine Münze ist, aber da ist nichts an der Münze. Hä? Fällt da irgendwas runter gleich? Ich sehe die Münze da in der Luft, aber bisher ist da nichts runtergefallen. Aber vielleicht war ich einfach noch nicht nah genug dran. Ach, gucke mal. What the heck? Mehr komische Wiggler. Auch hier wieder, ich habe kaum Möglichkeit, den State zu setzen. Da wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, das sah doch ganz gut aus. Nein, das muss ich verhindern. Ich muss irgendwie finden, dass der da hochspringt. Mist. Aber es fühlt sich schon wieder... Das ist das Geile an dem Hack. Es fühlt sich einfach schon wieder so gut an, Stück für Stück hier hochzukommen, ne? Das ist das, was so Spaß macht einfach. Also, das macht ja wirklich Spaß. Also, solange man wirklich... Wenn man nicht 10 Minuten an der gleichen Stelle hängt, sondern Stück für Stück vorankommt, dann macht das wirklich Spaß. Und halt nicht immer in die gleiche Stachel reinspringt. So, das macht dann keinen Spaß. Das frustriert dann. Aber hier so hochzukommen, das macht dann wieder Spaß. Aber da weiß man und man schafft was. Ich weiß, dass ich das Level übrigens nicht spielen müsste, ne? Ich will's aber halt. Also ich will irgendwie alles mitnehmen, weil der Hex so gut ist. Ja, da war ich wieder zu hoch. Ich will einfach alles mitnehmen.
Der Hack hat es einfach böse verdient. Ich bin echt ultra begeistert. Also ich war selten von dem Hack so überzeugt wie von dem. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Der macht einfach alles richtig. Bis auf die LR-Geschichten. So, das ist kacke. Weil ich keinen Controller, kein vernünftiges. Also, ja, ich muss halt mein Gamepad anschließen. Nein, nicht so hoch! Dann springt der auch hoch. Das darf er nicht. Nicht so! Genau so! Genau so! Nice. Und wieder ein Stückchen weiter. Und schon wieder fühlt sich's gut an. Mist. Okay. Ich überlege, ich könnte einen State versuchen, wenn ich oben bei dem Chuck bin. Das könnte ein guter Moment sein. Na, wenn der Chuck nicht hochspringt und ich oben stehe, da könnte ein State möglich sein. Ja. Not like this. Ja, so halt auch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu lange gewartet habe. Ah, ich glaube, ich komme noch voran. Ich glaube, ich komme noch voran. Ja, da ist schon die Röhre. Okay, das ist halt das Ding, ne? Die Räume hier sind halt extremst kurz. Also, da fühle ich mich jetzt schon wieder kacke, dass ich hier den State jetzt gesetzt habe, weil das ist halt echt nicht schwer. Aber es geht jetzt halt einfach darum, das mal gezeigt zu haben und ja, keine Ahnung. Ja, das war's halt schon. Na, das ist das Ding. Das hätte ich jetzt halt auch ohne State haben können. Aber ist okay. Ich spiel's jetzt nicht mit. Ich spiel's jetzt nicht ohne. Wir wollen lieber mal ein bisschen vorankommen. Ja, aber was ist denn jetzt? Ach so, ja, blau-rot habe ich gespielt und jetzt sind wieder zwei Räume. Ja, verstanden. Logisch. Logisch, logisch. Ja, gucken wir uns erst den grünen an. Oh, ist das LR-Quatsch gewesen? Oh, das ist der LR-Quatsch gewesen. Das, was ich geskippt habe, erstmal. Oh, das ist nicht gut. Das kann ich jetzt nicht machen. Das ist was, das war in dieser Door drin, in dieser Dimension Door. Ja, das habe ich geskippt, das kann ich jetzt nicht spielen. Das ist das mit dem Klebeding, ne? Ja, okay, das können wir machen. Das war auch cool. Was mache ich denn? Ein State jetzt erstmal. Hier muss ich dann wieder kapieren, was ich tun soll. Nehm an, ich muss irgendwie an die... Ah, verstanden. Ja, verstanden. Weiß zwar nicht, was die Dinger da sollen, die da rumfliegen, aber... Oh, die kommen dann wieder von der Seite. Okay. Yo!
kann ich das von da schießen? Trifft er dann automatisch den LR-Knopf? Den Non-Off-Knopf? Geht das? Ich glaube nicht. Nee. Ah ja, weil er eh off, weil also der ist ja eh offscreen. Ah Mensch, ich drück die mal die falsche Taste. Das muss ich ja nicht drücken, um runterzukommen, wait a mal. Ah, ich muss die knüpfen. Ja, klar. Ich bin ja komplett lost. Ich muss einfach den Sprungknopf loslassen. Ich habe immer die falsche Taste losgelassen. Da bin ich blöd. Aber wie komme ich dann darüber? Ei, okay, das reicht so. Hm, okay, alles klar. Und dann habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit die Dinger da im Nacken. Oder kann ich nach dem... Ich brauche die aber bestimmt vor mir. Ich brauche die Safe dann. Das ist jetzt die Frage, will ich die vor oder hinter mir haben? Das ist jetzt halt die Frage. Ich fürchte, ich will sie vor mir haben. Hinter mir. Ah, oh, ich krieg's nicht hin. Irgendwie so. Vielleicht schaffe ich es auch hinter dir zu kommen. Das probieren wir jetzt mal aus. Muss jetzt erstmal rumtesten. Ja. Ah, wobei. Ich drücke mich vielleicht. Lern's aber nicht, ne? Ja, so habe ich es jetzt nämlich noch. Jetzt kann ich das erstmal in Ruhe gucken, wie es weitergeht hier. Ach, guck mal, die kommen sogar wieder. Ja, chillig. Wie komme ich jetzt da durch? Oh, brauche ich dafür die... Nee. Nee. Okay, wie komme ich, wenn das offen ist, da durch? Ah, ich muss auf die Shell, wenn die unten zurückkommt. Klar. Ja, ich muss... ich mach's genau verkehrt rum. So komme ich nicht durch, ne? Nee, da komme ich... Okay. Nein, ich will doch gar nicht den State laden. Menschenskinder. Ja, genau so. Boah, das ist... Ah. Ich wette, ich muss die hinter mir haben. Also, ja, ne? Ich wette, es muss genau so rum sein. Oh Gott. Ja, und genau, dann brauche ich die nämlich. Dann muss ich auf die drauf. Genau an der Stelle muss ich jetzt auf die drauf. Okay, wir setzen einen State, wenn ich die Shell habe. Ich glaube, der ist ganz gut. Nee. Ganz schlechte Idee. Ich verbaue mir mit States mehr im Moment. Also im Moment ist State hier auch keine gute Idee. Das finde ich aber auch so cool an dem Hack, dass manche States einfach, also dass das Staten einfach ja fast schon bestraft wird. So, dass
geht fast gar nicht vernünftig. Hier kann ich jetzt mal. Da, den, ich glaube, der ist... Ja. Und jetzt muss ich... Da runter, oder wie? What? Ah. Da. Okay, da. Okay, und dann mache ich hier einen Shell-Jump. Und dann lande ich da. Okay. Aber merkt ihr, wie viel leichter das mit States ist? Ach, da oben ist eine... Ah, verstanden. Okay, die muss da drüber. Okay, das ist jetzt wieder cool. Jetzt muss die da irgendwie so Anlauf nehmen, die Shell. Die muss ich da irgendwie mit Anlauf hochschmeißen können. Richtig krasser Anlauf, ja. Toll. Ah, warte. So nämlich. Okay, verstanden. Habe ich unnötig kompliziert gemacht. So. Wie habe ich das gerade gemacht, dass ich da drauf gefallen bin? Scheiße. Na, so nicht. Okay, so. Merkt ihr, wie das mit... Ich bin in dem Hack echt kein Freund... Ja, das wäre der schlechteste State überhaupt. Müsste nochmal von da oben runterfallen. Oder hier. Da ist dann die Tür. Ja, das habe ich mit States jetzt so schlecht gespielt. Also ich hoffe, ihr merkt das, dass ich das mit States so schlecht gespielt habe. Das wäre ohne so viel leichter gegangen. Also nicht leichter, aber das wäre ohne halt... Ne? Und jetzt ist da wahrscheinlich das Goal. Ah ne, es ist eine Röhre. Okay, verstanden. Okay. Ja, also würde ich jetzt schon... Ja, wir lassen es. Wir lassen es. Vielleicht irgendwann. Sorry, Boone, I'm not here and you're going to have to look harder to save Mona. Now pick up your gun and prepare for what is ahead. Wie konnte ich schießen? Oh, shit. Was? Ihr dürft raten, womit ich schieße. Ja, richtig, mit L und R. Aber ich hoffe jetzt fast, dass das jetzt kein... Oh, what the heck? Okay. Okay, das ist cool. Oh, der hat mich gekillt. Den darf ich überhaupt nicht berühren, oder was?
Das würde ich jetzt aber zum Beispiel halt auch später gerne. Ist es jetzt schlecht, wenn ich da. Ja, okay, ich darf da nicht dran landen. Also ich habe keinen einzigen Hit. Ja, okay. Nein! Also ich habe wirklich keinen einzigen Hit. Oh, das ist kritisch. Aber das jetzt halt wieder mit States, weiß ich nicht. Ne? Das fühlt sich... Wenn ich es nicht schnell genug schaffe, können wir es ja probieren mit States. Weil es wäre halt problemlos möglich, jetzt welche zu setzen. Oh, das war gut. Nein! Die teilen sich auch. Nee. Das ist halt völlig random, was die machen, ne? Scheiße. Die teilen sich auf jeden Fall die Energieanzeiger. Es ist egal, wen ich von beiden treffe. Oh. Ach, komm schon. Nein, ich bin zu... Okay. Ich spiel zu unstrategisch. Nein, nicht dumm! Besser wäre es einfach, mir ausweichen, sich weniger treffen lassen. Wait! Die Lila in der Hand kann ich gar nicht treffen. Ach so! Dann gar keine Energie oder was? Das ist ja dumm. Komm, okay. Bisher habe ich nicht geladen, bisher habe ich nur gesetzt. Okay. Das ist ein guter State. Okay, wie kann ich dem ausweichen? Ja, aber... Ja, was zur Hölle? Okay, so kann ich dem ausweichen. Da! Mann, es tut mir leid, es fühlt sich einfach nicht richtig an mit States, aber... Ja. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, denke ich. Aber wir haben bisher halt alles ohne gespielt und... Jetzt tue ich so... Also, es soll jetzt nicht so wirken, als wäre es mir jetzt zu schwierig, ne? Ich würde das wirklich probieren. Aber ich... Wir sitzen dann einfach noch bis 2023 in dem Hack. So, das ist das Problem. Mist. Mist. Ich würde halt lieber gern mehr sehen von dem Hack. Ah, scheiße. Ob ich das mit States ohne States schaffen würde, weiß ich echt nicht. Ist schon einiges, was man hier machen muss. Für mich wird's... Also, ja, also der Kampf wäre halt wirklich, glaube ich, bisher das schwer... Also, wenn ich jetzt noch ganz normal aufnehmen würde, wie ich es davor getan habe, ne? So mit States und dem Kram. Ich glaube, das würde mich schon ziemlich fordern hier. Weiß nicht, ob ich nicht da aufgegeben hätte. So ganz ehrlich, das ist schon ordentlich viel, was man hier am Stück schaffen muss.
Wobei, ich muss mal gucken, wenn ich jetzt sterbe, gibt es der erste, gibt's eine Stufe zwischendrin oder starte ich wieder? Ich starte wieder bei 100. Okay, never mind. Nichts gesagt. Und man scheint halt auch die andere Hand nicht loswerden zu können. Also die ist halt einfach da. Und die geht auch einfach nicht kaputt. Im Gegensatz zu der richtigen Hand. Die macht jetzt einen Abflug. Okay, das war's. Ja, also ohne Save States würden wir jetzt wahrscheinlich so in dem Kleberaum noch sein. So ungefähr jetzt in dem Dreh. Es hätte länger gedauert, bis ich den ersten Raum geschafft hätte. Und dann, na, also, ja. Lol, es kommt ja einfach Credits. Ending 1 complete. Oh, Ending 4. Ja, das ist kein Ending. Wir sind noch lange nicht durch. Hallo, ich brauche jetzt noch keine Credits. Are you serious about that? Okay. Ja gut, dann tun wir mal so, wie wenn das jetzt hier relevante Credits wären. Aber es kommt noch einiges in Things. Das Ding hat doch über 70 Exits. Jetzt noch nicht, noch gerade über der Hälfte, glaube ich, sind wir. Oh mein Gott. Ja. Das sind mal Credits, wa? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob bei bei ASM Job dabei war. Ob der hier auch relevant ist. Und bestimmt ist der mit drin gewesen. Oh, kommt jetzt jedes einzelne Lied? Ach du Scheiße. Okay, wo habe ich denn meine Fast-Forward-Taste? Moment. Hier habe ich die. Wo ist denn Fast-Forward-Dings gedingst? Fast-Forward ist gleich. Oha, das ist jetzt nicht schlecht. Ist das dann die Null oder ist das ist gleich? Dann muss ich da ja Shift vorher drücken, nicht dass da irgendwas schief geht. Ist dann einfach die Null? Oder ist die Null irgendwo anders schon belegt? Nee, sieht okay aus. Ich drück's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Aber Moment, nicht, dass ich dann nicht dass ich dann stoppen, nicht mehr stoppen kann. Weil ich will ja nur in dem Moment, dass es soll nur so lange schnell vorwärts gehen. Während ich drücke. Ah, Speed Plus wäre was anderes. Das wäre. Ah, okay. Okay, Speed Plus wäre die 9. Und Speed Minus ist. Ah. Wo sind das? Ach, da unten. Okay, wir probieren das mal kurz aus. Wäre das jetzt Speed Minus hier? Okay, und das wäre wieder normal. Es wird nicht mehr normal. Es wird nur langsamer. No! Wieso klappt es? Eckige Klammer ist. Ach, das ist ja alt und 9, ich Trottel. Moment, so muss ich dann drücken. Geht auch nicht. So? Geht auch nicht. Hilfe! Wie kriege ich das jetzt? Krieg's nicht mehr schneller. Das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ja, den haben wir gleich. Also Speed Minus ist Minus, so, aber Speed Plus habe ich als Symbol hier stehen, eckige Klammer. Aber eckige Klammer funktioniert, tut sich nichts. Wenn ich da 9 drücke, was passiert dann?
Okay, 9 ist auch nicht anders belegt. Dann machen wir es mit 9. Okay, das geht. Okay, ich weiß nicht, was eckige Klammer gewesen ist. Das ist auch die 9-Taste, aber halt mit Alt vorher. Das hat nicht funktioniert. Ja, ist egal. So. Alter. And you. Oh, and Krester. Okay. Darf ich jetzt hier raus? Hallo? Aha. Jetzt bin ich hier. 46 haben wir, okay. So, das haben wir jetzt gespielt. Und dann ging es, wo ging es eigentlich richtig weiter? Ich bin confused. Wir hatten doch irgendwo einen Ort, wo es weitergeht, hä, bin ich doof? Oder war das Destination Unknown? Nee, das habe ich doch. Nee, das habe ich gespielt. Wo ist jetzt der normale Weiterweg? Huch. Wird. Ging es hier noch irgendwo hin? Das haben wir auch gespielt. Hä? Da geht's auf die Oberwelt zurück. Ging es hier nicht noch irgendwie weiter? Also hier geht's nicht weiter. Wenn ich da jetzt reingehe, bin ich wieder hier. Okay. Hier ging es weiter. Ging es aber nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Meine, wir können kurz die Monde wieder abgeben. Soweit ich jetzt, also ich glaube, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Leave the Bourbon House. Aber ich habe vor allem jetzt überhaupt keine Ahnung mehr. Oh je. Oh je, ich weiß doch schon gar nicht mehr, was ich da. Ach du Scheiße. Mist. Kann ich da durch jetzt? Ja. Dings.smc2 ist already released. Ja, alles klar. Hoppala. Das soll so langsam jetzt sein, oder? Also sollte es so langsam sein oder leckt es einfach gerade? Weil ich habe nicht verlangsamt. Also dann wäre die Musik auch langsamer. Denk mal, das soll so, weil es auch konstant so ist einfach. No, den unteren nicht erwischt.
Ah, Mist. Nein! Ach Gott, wir müssen einen neuen Part machen. Hilfe. Ja gut, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen, ne? Das ist jetzt ja nicht weiter schlimm. Hier noch was? Nein? Okay. You are halfway there. Keep it up. Mist. Mist. Wizard Dissension second exit after you beat it. Waren wir da schon? Kann mich nicht dran erinnern. Okay, wie mache ich das denn jetzt hier? Irgendwie so. Waren wir in Dissension schon? Aber visit Dissension's second exit after you beat it. Oh Gott. Ich weiß die ganzen ersten Dinger nicht mehr. Ich weiß vor allem, da war doch irgendwas mit so einem Code und oh Gott, ich weiß die Hälfte nicht mehr. Deswegen hat er am Anfang gesagt, schreib dir die Scheiße auf. Naja, gut. Kriegen wir schon irgendwie. Notfalls kann man alle nochmal durchlaufen. Null. Überlege, ob ich links vielleicht rumgehen soll. Ist das schlauer? Glaub's irgendwie nicht. Lach, wenn das gerade der Raum ist, wo ich nicht mehr durch die Tür rennen kann. Weil ich halt keinen Mond mehr habe. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele wir schon haben. Ah, oh, das ist jetzt wieder... dumm. Ja, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Okay, wie mache ich den denn? Oh. Ja, so in etwa. Das war schon recht nah dran. Ja, das war schon recht... okay, das war schon recht nah dran. Oh, ich kann sogar durch. Nice. Fly over the ending of Yoshi Overdrive. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ups. Überlege, ob ich... ja, doch so. Ja. Nein. Ja, ist der das auch nur dafür da, dass es schneller sich dreht vorher? Also muss ich da immer wieder warten, bis er an der Stelle ist. Will ihn ja genau da haben, wo er jetzt ist. Aber wir sind schon wieder bei einer Stunde. Ich wollte nicht so lange aufnehmen. Mann, ich wollte zwei Parts machen. Einen. Andererseits ist es jetzt auch egal, weil... ja. Nein, und da komme ich nicht mehr durch. Okay. Gut.
Wir laufen jetzt nochmal kurz die Levelnamen ab. Dissension war eins, Poke, Yoshi. Da! Wait, das war das mit dem. Okay, visit the second exit after you beat the level. Moment. Das war gleich hier unten. Ne, wo war denn das? Das war irgendwo gleich am Anfang. Das war nicht weit. Genau, das war hier. Jetzt soll ich hier nochmal rein, oder wie? Oh, lol. Das ist einfach eine Röhre. Okay, wo führt die hin? Okay. Okay, das geht noch nicht, weil wir das Rote noch nicht haben. Okay, aber interessant. Mist, ich muss, glaube ich, die anderen Dinge echt nochmal. Yoshi Breeding Land war das nicht, ne? Das war irgendwas mit Yoshi Overdrive. Das hatten wir. Ich glaube, Yoshi Overdrive hatten wir noch nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ah, wir haben hier drin noch nichts gespielt. Das habe ich mir noch ausgelassen. Die Meme Lands haben wir noch gar nicht gespielt. Ja, dann spielen wir das nächste Mal die Meme Lands. Die haben wir noch gar nicht gespielt. Stimmt. Ich erinnere mich. Aber ich bin trotzdem verwirrt, wo es jetzt weitergehen soll. Also, so richtig. Weil, wie klar, Memelands und so weiter, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich da drin viel weiterkomme. Und ich meine, hier wissen wir jetzt auch nur, dass die nicht da ist, wo sie sein sollte. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt auch viel bringt. Dass ich hier irgendwas jetzt tun könnte. Scheint mir nicht so. Ist alles passé. Scheiße, ich weiß einfach nicht mehr, wo wir noch hin konnten. Doch bestimmt irgendwas verpeilt. Ich hab safe irgendwas. Aber wir machen nächstes Mal erstmal die Meme Lands. Der können wir auf jeden Fall spielen. Und dann gucken wir mal, wo uns das hinbringt. Vielleicht bringt uns das ja was. Ich glaub's nicht so ganz. Ich glaub, das ist nur wirklich extra Level, aber. Ja, und die haben wir halt auch noch nicht gespielt, so hier, ne? Das ist aber das mit dem LR-Scheiß. Mit dem Ballon war das, glaube ich. Ja. Und da haben wir halt die drei Exits noch nicht bei der Door. Ja, okay, aber wenn wir die mit States machen, sollte es funktionieren. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen und tschüss.